Der Sommer kommt wieder, die schöne Laune kommt wieder und mit den ganzen guten Dingen auch der Rest. Und mit den Resten meine ich einen ganzen Insekt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass gerade du weißt, worauf du zu achten hast, wenn du einen Stich hast. Warum? Das erkläre ich dir heute. Ich bin Max, Medizinstudent und arbeite bei Dermanostik, wo du 24/7 digital dein Hautproblem von echten HautfachärztInnen behandeln lassen kannst. Ich habe schon gerade eben so ein bisschen angeteasert, dass es heute um Zecken geht. Aber heißt es am Ende des Tages wirklich Zeckenbiss oder Zeckenstich? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass Zecken über ein scherenartiges Mundwerk verfügen, das in der Lage ist, unsere Haut aufzuschneiden und dann mit ihrem kleinen Stichapparat in unsere Haut zu stechen. Dementsprechend Stichapparat, was wird es sein? Es ist der Zeckenstich. Das heißt, Zeckenstich ist der richtige Begriff. Aber was passiert tatsächlich mit unserer Haut und ab wann wird das Ganze gefährlich? Ist die Zecke einmal abgefallen, wird es tatsächlich sehr schwierig sein, einen Zeckenstich von einem Mückenstich zu unterscheiden. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du dir die Stelle des Stiches genau anguckst und auf Rötungen und Schwellungen achtest. Vor allem bei Zeckenstichen können Veränderungen der Haut Indizien dafür sein, dass es sich auch um andere Krankheiten handeln könnte, wie zum Beispiel der Borreliose oder dem FSME. Ein erstes Indiz dafür ist die Wanderröte. Die Wanderröte ist eine Erkrankung, bei der sich um die Einstichstelle ein 5 cm großer rotfarbener Ring bildet, der im Inneren etwas heller ist. Vorsicht aber, denn dieser Ring muss nicht zwingend an der Stelle des Einstiches sein, sondern er kann auch an anderen Stellen des Körpers auftauchen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sollten dir Rötungen auffallen, du dringend einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchst. Das kannst du auch gerne bei uns auf Dermanostik machen. Neben der Wanderröte gibt es aber auch andere Krankheiten, die durch einen Zeckenstich entstehen können. Beispielsweise Borreliose. Da die Borreliose eine sehr vielseitige Krankheit ist, die unterschiedlich schwer verlaufen kann, wird sie in manchen Fällen über ein Blutbild festgestellt, in anderen Fällen dann einfach durch die Wanderröte. Weil die Borreliose eine Krankheit ist, die überwiegend die Haut betrifft. In manchen Fällen kann die Borreliose aber auch auf das Nervensystem, Gelenke und das Herz übergehen. Dann spricht man von einer sogenannten Neuroborreliose. Oftmals gehen mit der Neuroborreliose typische Symptome einher, wie beispielsweise brennende Nervenschmerzen, die in der Nacht teilweise sogar schlimmer werden als am Tag, und einer einseitigen bzw. einer beidseitigen Gesichtslähmung sowie andere Ausfälle unserer Sinne. Deswegen ist die Neuroborreliose tatsächlich am Ende des Tages auch so gefährlich. Solltet ihr auf eurer Haut eine Zecke entdecken, dann könnt ihr diese theoretisch sogar eigenständig zu Hause entfernen. Das geht entweder mit einer Pinzette oder mit einer sogenannten Zeckenkarte. Wichtig ist aber beim Entfernen der Zecke zu Hause, dass ihr die Zecke komplett entfernt. Das heißt, nicht nur den Körper entfernen, sondern auch den Kopf gleich mit entfernen. Denn wenn der Kopf dran bleibt, können all die Bakterien, die die ursprünglich genannten Krankheiten verursachen, in deinen Körper eindringen. Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, wann Zecken auftreten. Zecken treten meistens, nicht immer, aber meistens in der Zeit von März bis November auf. Das liegt daran, dass das Wetter hier relativ warm ist und gleichzeitig auch feucht ist, was die optimale Bedingung für die Zecken ist. Wichtig ist aber, dass Zecken auch in allen anderen Monaten theoretisch auftreten können. Deshalb ist es wichtig, dass solltet ihr einen Stich entdecken, der eine komische Färbung hat oder von dem ihr sicher gehen wollt, dass wirklich alles in Ordnung ist, ihr das Ganze ärztlich abchecken lasst. Gerne auch bei uns über Dermanostik. Danke, meine Lieben, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet etwas Lehrreiches aus diesem heutigen Video mitnehmen. Ich freue mich schon auf unser nächstes Video. Ansonsten bleibt bis dahin gesund. Schaut gerne nochmal bei uns auf Dermanostik, auf der Insta-Seite nach, auf unserer Website, auf unserem Blog nach. Denn da gibt es all die wichtigsten Informationen, die ihr jetzt in dieser Jahreszeit beachten müsst.